Das Elektrizitätswerk Wels feiert seinen 100. Geburtstag. Wir nehmen dies zum Anlass, um in einigen Streiflichtern die erfolgreiche Geschichte dieses Unternehmens, seiner zahlreichen Geschäftsbereiche und Beteiligungen zu beleuchten und die Bedeutung für die Stadt Wels und ihre Bewohner zu illustrieren. Sie sehen hier die Geburtsurkunde des Unternehmens, den Vertrag vom 29. Juli 1899, mit dem die Stadt Wels und die Union Elektrizitätsgesellschaft in Wien fixiert haben, die Wasserkraft der Traun und auch anderer Wasserläufe zur Gewinnung von elektrischem Strom zu nutzen, der unter sehr weitreichenden Rahmenbedingungen in Wels und anderwärtig abgegeben werden sollte. Wie und was war nun Wels vor 100 Jahren? Die Stadtgemeinde Wels hatte damals ca. 12.000 Einwohner auf einer Fläche von 4,8 Quadratkilometern. Die geografische Lage war günstig, Wels galt als Verkehrsknotenpunkt. Diese Konzessionsurkunde zum Betriebe des E-Werkes in der Gemeinde Steinhaus wird der Initiative des Bürgermeisters Dr. Johann Schauer verdankt. Wo waren denn die ersten Standorte des neuen Unternehmens E-Werk Wels? Die Errichtungsgesellschaft zieht in den hinteren Bereich des Hauses Stadtplatz 32 in der Pfarrgasse ein. Von 1902 bis 1923 befindet sich der Standort im Haus Stadtplatz 55. In den 30er Jahren wird aus dem alten Stadttheater das E-Werk-Geschäft mit Elektrogeräten. Aufnahmen aus dem Jahre 1949 zeigen das Angebot. Umbau und Modernisierung verhindern nicht die Schließung. Im 100. Bestandsjahr entsteht hier das neue Kundenzentrum. In der Stelzamer Straße wird ab den 50er Jahren kräftig saniert. Circa 120 Belegschaftsmitglieder stehen vor dem neuen, auch gegenwärtigen Hauptgebäude in der Stelzamer Straße, dem ehemaligen Kinderasyl. Zuerst entsteht der Neubau des Magazintraktes zugunsten der Installationsabteilungen für Strom sowie für die Werkstätten. Damit kann das Unternehmen seine wichtige Servicefunktion für die Kunden wahrnehmen.
Der grundlegende Umbau und die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes erfolgte in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, ganz im Zeitgeschmack. Doch jetzt endlich zurück zum Ursprung. Elektrischer Strom kommt aus der Steckdose. Aber wo entsteht er? Schon durch Jahrhunderte wurde die Wasserkraft des Welser Mühlbaches von Mühlen genutzt. Neue Qualität entsteht um 1900 durch die Umwandlung dieser Kraft in elektrischen Strom durch das Kraftwerk Traunleiten. Die bunte Abfolge der Bilder soll verdeutlichen, mit wie vielen Mühen und Einfallsreichtum, mit welch hohem technischen Können die Wasserkraft gezähmt und für menschliche Bedürfnisse nutzbar gemacht wurde. Bis in die 70er Jahre, bis zur Turbine 5, wurde die Nutzung der Wasserkraft immer weiter ausgebaut. Der Bedarf war vorhanden, Wels wurde elektrifiziert, die Papierfabrik Nettungsdorf und die Linzer Straßenbahn, zahlreiche Landgemeinden bis Schallerbach und Thening angeschlossen. Erdbewegungen wurden von einer Unmenge billiger Arbeitskräfte in Gang gesetzt. Fundamente des Kraftwerkes. Bei Entstehung des Kraftwerkes drifteten noch Flüsse die Traun abwärts. Über das vollbrachte Werk ist den unbekannten Herren anzusehen. Das Maschinenhaus mit Schaltanlage im Jahre 1911, das Krafthaus im gleichen Jahr. Neue Zeiten, neue Methoden. 1921 kauft die Stadt Wels die Aktienmehrheit der AG und stellt seither den Vorsitzenden des Verwaltungs- und später des Aufsichtsrates. Das ehrgeizig aufgebaute Überland-Hochspannungsnetz im Ausmaß von über 400 Quadratkilometern muss 1943 der Landesgesellschaft übereignet werden.
Auch sonst blieb das Unternehmen nicht vor Katastrophen verschont. Hoch- und Niederwässer sind nicht beeinflussbar. Aber wie entsteht ein Großbrand? Beim Ausbau des Krafthauses ereignet sich am 6. April 1930 eine Katastrophe. Infolge Explosion einer Kabelverbindungsmuffe bricht in der Schaltstation ein Brand aus, der einen Toten und vier Verletzte fordert. Alle Einrichtungen im alten Trakt sind schwer beschädigt. Erst nach einem Monat kann die Stromversorgung wieder aufgenommen werden. Bis dahin liefert das Traunfall-Kraftwerk der Firma Stern und Hafall Strom zu. Bald darauf ist der Wiederaufbau abgeschlossen. Der Ausbau des Krafthauses wird nach dem Zweiten Weltkrieg zügig fortgesetzt. Ein Blick in das Maschinenhaus mit den Kaplan-Turbinen und der Schaltanlage. Die Kollegen in Traunleiten. Der schwierige Transport eines Transformators mit einem LKW endet mit einem schweren Unfall in Schauersberg. Schon seit 1870 versorgte die Welser Gasanstalt am Gaswerkpark die Stadt mit Beleuchtung und zahlreiche Haushalte mit Licht und Wärme. Im Jahre 1930 wurden die verpachteten Anlagen in die Wiesenstraße verlegt. Doch wie ging es weiter? ...1941 wurde das Gaswerk auf dringenden Wunsch der Stadt vom E-Werk gepachtet. Die Ausstattung, der technische Standard der Steinkohlengaserzeugung, gab keinen Anlass zum Jubeln. Die Umstellung auf eine umweltschonende Flüssiggas-Luftmischanlage im Jahre 1962 hob den Standard und den Konsum. Bei dieser Umstellung mussten auch die alten Öfen und Herde ausgewechselt werden. Die alte Anlage wurde demoliert und der Neubau an gleicher Stelle durchgeführt. Wir sehen hier die Montage einer Reduzierstation.
Der rasant steigende Konsum wurde ab 1966 durch ein zweites Gaswerk in der Neustadt abgedeckt. Der Ausbau hielt auch nach der Integration in die internationale Erdgasversorgung weiter an. Aus verschiedenen Gründen ging der E-Werk-Vorstand an die Planung eines ehrgeizigen Projektes heran. Die allgemeine Energielage, die Nutzung der Kraft-Wärme-Kupplung, Überlegungen zum Umweltschutz ließen den Plan zum Bau eines Fernheitskraftwerkes reifen. Jänner 58 Beschluss, April Baubeginn. Doch geben wir uns vorerst dem Dokumentarfilm von Karl Nellweg hin. Hans Hötzinger versucht sich als Kunstmaler. Roller Katal Fridolin. Schlendernd Kommender Fritz. Am Moped Zehet Meier Sepp. Meierhofer Ferdinand als Träger. Die Kohlenförderanlage. Rasch geht der Bau voran. Mai 59 Rohbau. November 59 Probebetrieb und Jänner 1961 Eröffnung, doch leider ohne Fotodokumentation. Gleichzeitig beginnt der Bau der ersten Rohrleitungen zur Versorgung des Stadtzentrums. Ein neues technisches Monument beginnt zu arbeiten. Hier wieder ein Originalblick zu Installationen und zur Wasseraufbereitung. Ein Blick in die Turbinenhalle mit Toni Hackl und zum Turbinenleitstand mit Kollegen Lindenbauer. Besuche durch Mandatare. Vizebürgermeister Weiß und Neuhauser, Magistratsdirektor Dr. Riedler, Bürgermeister Spitzer, Gemeinderäte Herbst und Lindner. Musik.
Direktor Werner erklärt den Besuchern die technischen Anlagen, unter anderem auch Stadtrat Jabornek. Wie wird im Jahre 2000 die 600 Millionen Investition für den Neubau dokumentiert werden? Der Betrieb des Fernheitskraftwerkes lief vorerst mit Kohle aus dem Hausruckviertel. Aus dem Jahre 1971 stammt das Bilddokument mit der letzten Fuhre Kohle vor der Umstellung auf Erdgas. Unspektakulär, aber kostenintensiv ist er und von den Nutzern öffentlicher Verkehrsflächen häufig verflucht wird er. Der Leitungsbau. Hunderte Kilometer an Leitungen und Rohren unterschiedlicher Funktion wurden und werden noch im Untergrund von Wels verlegt. Stromkabel, Gasleitungen und Rohre für Wasser und Abwasser, Kabel für Telekommunikation. In früheren Jahren erledigten Arbeiter der betreffenden Abteilungen diese Aufgaben selber. In den letzten Jahrzehnten werden damit Baufirmen beauftragt. Hier beobachtet Generaldirektor Werner gerade die Verlegung der ersten Fernheizungsrohre in der Maria-Theresien-Straße. Die Koordination der Grabungen unterschiedlicher Auftraggeber wie Stadt, Post und E-Werk Wels AG war ein besonders heikles und sensibles Unterfangen. Wachsender Energiebedarf macht neue Knotenpunkte nötig. Umspannwerke müssen errichtet werden. Auch hier beschritt das E-Werk neue Wege. Unter dem Gaswerkpark entstand zu Anfang der 60er Jahre das erste unterirdische Umspannwerk Oberösterreichs. Hier Bürgermeister Leopold Spitzer, auch Vorsitzender des Aufsichtsrates, bei seiner Eröffnungsansprache am 18. Oktober 1963. An der Spitze der Ehrengäste Bezirkshauptmann Dr. Edmund Merl. Um 1990 geht das Umspannwerk Ost in Betrieb. Daneben entsteht der neue Geschäftsbereich Kommunaltechnik. Immer seltener werden in Zukunft Mastenkletterer wie Peter Ecker und Walter Geruschke zu sehen sein. Einen Coup der besonderen Art landet der neue Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende Karl Bregartner im Frühjahr 1983. Um vor allem den Linienverkehr finanziell fördern zu können, kauft die Stadt der Miteigentümerin der Österreichischen Nationalbank ihr Aktienpaket ab und wird somit Alleineigentümerin. Dafür übergibt die Stadt ihre Wasserversorgungsanlage an die
die Elektrizitätswerk Wels Aktiengesellschaft mit Wirkung vom 1. Jänner 1984. Während der neuen Ausbauphase in der Pettenbachrinne, wo der Horizontalfilterbrunnen in Steinerkirchen entstand, übernahm die E-Werk Wels AG einen völlig neuen Geschäftsbereich. Die Grundwasserverschmutzung, vor allem durch Pestizide, zwingt zur Schließung der bisher genutzten Quellen in Otzdorf und Steinerkirchen. Ein Vertrag mit dem Wasserversorgungsunternehmen des Landes im Jahre 1993 sichert nunmehr die Zulieferung qualitätsvollen Wassers für Wels, Thalheim, Schleißheim und Weißkirchen. Zur Finanzierung weiterer zukunftsträchtiger Projekte überträgt die Stadt der E-Werk Wels AG ihren Kanalbau- und Betriebsdienst mit Wirkung vom 01.01.1994. Damit konzentriert die E-Werk Wels AG sämtliche leitungsgebundenen Ver- und Entsorgungsaufgaben in ihrer Hand und erhält die Chance zu einer optimalen Unternehmenspolitik als Mischkonzern. Seit Jahrzehnten beschäftigt die Elektrizitätswerk Wels Gesellschaft ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was machen denn die mit ihrer karg bemessenen Freizeit? Eine erschöpfende Antwort darauf und zum Thema Betriebssport ermöglicht neuerlich ein filmisches Dokument von Karl Nellweg. Äußerst vielfältig gestalten sich seit jeher die Aktivitäten der E-Werkler auf betriebssportlichem Gebiet und das vor allem auf dem ATSV-Platz. Personalchef Nowak, Hochspringer Niederhauser und Kloimstein, Weitsprung für Damen, Segelflug mit Sepp Zehetmeier, berühmt war die Fußballmannschaft hier im Kampf mit OK Gmunden. Ein besonders gelungener Gag. Bälle zum Ankick per Luftpost. So ernst wie Länderspiele zwischen Österreich und Ungarn. Hier der Tiger von Eichberg, Karl Odorizzi. Gruppenbilder mit Köbrunner, Schwarzmeier, Luger, Hartl, Paukenheider, Emma und anderen. Vor dem Ankick auf dem alten WSC-Platz. Siegesfeier mit Baumeister Gerstl im Gösserbräu. Aufmarsch der Leichtathleten. Musik.
Betriebsausflüge sind festgehalten, ebenso wie Eisstockschießen und Skilauf. Neue Ära bricht an mit der Eröffnung der Betriebssportanlage in Traunleiten im Juni dieses Jahres. Für leibliches Wohl ist gesorgt und so manches Händerl wartet hier auf seinen Friedhof. Auch die Herren der Betriebsleitung fühlen sich wohl. Krassiger Junior liefert ein Ehrengeschenk für Peter Meyer an, als Dank für dessen Einsatz beim Bau der Freizeitanlage. Super, Stefan. Ich danke dir. Das Ritual der Baumpflanzung übt man auch bei der E-Werk Wels AG und verbindet damit gute Wünsche. Möge dieser Baum in den Himmel wachsen, groß werden und gedeihen, so wie unser Unternehmen. Den Tennisplatz weihen Ernst Fuchs und Karl Tassler ein. Großes Fest der E-Werk-Familie im Jahre ihres runden Geburtstags. Ja, wir begehen im Jahr 1999 einen interessanten Geburtstag für ein Unternehmen, 100 Jahre EWW AG, und es ist, glaube ich, richtig, dass die Stadt und damit der Hauptaktionär ein bisschen Bilanz zieht, ob eine Gemeinde eine Aufgabenerfüllung in Bereichen hat, wie der EWW AG sie hat, ob das heute noch zeitgemäß ist oder ob man sagen sollte, lass mal das, sollen andere machen. Persönlich glaube ich, dass diese 100 Jahre sich sehr positiv im Interesse des Eigentümers, der Bürger von Wels entwickelt hat und dass das Unternehmen heute auch in schwierig gewordener Zeit am Energiesektor ein herzeigbares Unternehmen ist und dass der Vorstand mit den Mitarbeitern wirklich im Interesse des Aktionärs, der Welser Bevölkerung, vieles erbringen, was für andere Städte
einfach als Beispiel, welches hingestellt werden kann. Die Bilanz 100 Jahre EBW AG ist, so glaube ich, aus meiner Sicht eine gute. Wir sind ein Unternehmen mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Schilling, mit fast 400 Beschäftigten, und Strom ist nicht alles, was EBW AG für die Bevölkerung erzeugt, verkauft, zukauft, verkauft, sondern das ist zwar die Hauptsparte, aber daneben sind andere Aufgabenprofile dazugekommen. Das fängt an von Gas, Wärme, Kanal, Wasser, Installation, Telekommunikation, und daher sind wir sehr stolz darauf, den Aktionär der Stadt Wels und der Bevölkerung einiges zu bieten.